So, da sind wir wieder unterwegs. Auf dem Weg zur Bodenseefähre Konstanz-Meersburg. Ja, da haben wir schon den Bodensee. Und wir sind jetzt am Fährehafen in Konstanz. Und da liegt auch schon unsere Fähre bereit. Wir fahren auf die Lodi wahrscheinlich. Mal sehen, was wir erreichen. Da siehst du ja schon, links müssen wir fahren. So. Unter Uldingen? Genau, am Yachthafen. Und da fahren wir jetzt gleich weiter. Wir wollten euch nur mal den schönen Yachthafen, bei dem wir da sind, und die ganzen Boote sieht. Und jetzt fahren wir ein Stückchen weiter vor. Ja. Und da kann man noch etwas von dem Pfahlbauten, glaube ich, sehen. Schauen wir mal, ob man das auch noch einfangen kann. Die Pfahlbauten? Die Pfahlbauten, ja, weil die sind ja jetzt hier in Unteruldingen. Ja, aber den Eingang kann man nur sehen. Nein, wenn wir da in den Park gehen, das sieht man, glaube ich, auch also, ein bisschen. Also, mal schauen. Gehen wir in den Park und dann zeigen wir es euch. Konstanz-Dingelsdorf. Ja. Dann gehen wir etwas rüber, dann sind wir bei der Mainau. Die haben wir hier. Haben wir die Insel Mainau mit dem Grafenschloss. Und hier sieht man die Universität von Konstanz. So, und das ist unser nächstes Ziel, das ist die Basilika Pirnau. Das zeigen wir euch dann. Jetzt sind wir in Unteruldingen und da braucht ihr keinen Eintritt zahlen. Wir nehmen euch da umsonst mit rein. Visuell natürlich nur. Aber natürlich lohnt sich das unabhängig davon, wenn ihr mal hier seid, in dieses Museum reinzuschauen. So, jetzt stehen wir am Eingang vom Pfahlbaumuseum. Ja. Interessant? Ich finde es sehr interessant. Gut, ich auch. Eigentlich schon Nein, interessant. Es ist wirklich toll da drin, wenn man mal sieht, wie unsere Vorfahren hier gelebt haben. Also es ist wirklich sehr interessant. Ja, am Bodensee hat es ja die Pfahlbauten schon gegeben, 3000 bis 5000 vor Christus, also ja, und sagen manche, ja. Ja, und in den Hütte, die sie da nachgebaut haben, wird also auch das Leben nachgestellt, also mit lebensgroßen Puppen und alles, also es ist, und Werkzeuge vorgestellt, also ich finde es sehr interessant. Ja, also sollte man mal gesehen haben, steht natürlich nur symbolisch für alle Pfahlbauten, die am Bodensee gewesen sind, denn der Bodensee war ja sehr bewachsen und die Römer brüsten sich dann, dass sie den Bodensee erst zugänglich gemacht haben. Und die Pfahlbauten, wie gesagt, waren ja schon 3000 bis 5000 vor Christus hier, angeblich. Ja doch, um der ganze See rum. Ja, was, hast du das gesehen? Die Zeitzeugen liegen alle im Wasser. Die holen sie ja einer nach dem anderen hoch. Ja, ja. Na ja. Ja. Ich habe da noch nicht gelebt, deswegen kann ich jetzt das nicht unbedingt bestätigen. Du hast auch noch gelebt, als der Barbarossa da war?
Ja, für was anderes. Nein, ist nichts anderes. Barbarossa, einer meiner Lieblingskreise. Ja, ja. So, dann fahren wir weiter, ja? Ja. Gut, Ende. So, und da haben wir den Campingplatz bei der Birnau, zwischen Birnau und Unterhultingen. Birnau-Maurach heißt es genau. Genau. Also, wenn man mal ein bisschen länger hier verharren will, und es ist ja durchaus sinnvoll, denn es ist ja wunderschön hier, noch dazu bei schönem Wetter, oder nicht? Ja, klar. Also, dann kann man auch mal auf einen Campingplatz gehen, warum nicht? Also, kosten wissen wir nicht. Nee, aber ihr könnt euch ja mal bestimmt kundig die ganze, machen. Ganze Versorgung wird ja in dem Fall vorhanden sein, dass natürlich ja ein Campingplatz ist. Und bezahlbar ist es. Ist auf jeden Fall ziemlich voll. Ja, also ein Beispiel, wo man bleiben kann. So, wir fahren weiter zur Birnau. Ist das nicht wunderschön hier? Vor allen Dingen bei diesem Wetter. Und hier stehen wir vom Zisterzienserkloster der Basilika Birnau und den Honigschläger, den ich da kurz gefilmt habe. Das ist das Zeichen, oder das ist eines der Zeichen der Zisterzienser. Also auch in Salem in der Zisterzienserkirche ist der Honigschläger. Zisterzienserorden hat sich abgespaltet von den Benediktinern, weil ihnen das Leben der Benediktiner zu feudal gewesen ist. Und ich musste natürlich in der Kirche etwas leise sein, denn noch ist das kein Museum, sondern eben ein Gotteshaus und auch eine Gedenkstätte, also wo die Leute dann gedenken. Und da kann man nicht stören. Der Honigschläger als Zeichen der Zisterzienser geht darauf zurück, auf den Gründer der Zisterzienser, den heiligen Bernhard. Und dessen Reden waren so zuckersüß, die haben geschmeckt wie Honig. Und deswegen gibt es den Honigschläger in Zisterzienserkirchen. So, hier haben wir den Honigschläger. Und es ist ein Zeichen, dass wir in einer Zisterzienserkirche sind. In der Kirche sind auch mehrere Uhren angebracht und diese Uhren sollen uns die Vergänglichkeit der Zeit signalisieren, so nach dem Motto, nutze die Zeit und denke daran, dass dein Leben endlich ist. Also, Zisterzienserkloster, wir gehen wieder zu den weltlichen Dingen über, Ossi? Ja, der Weg der Zeppelin. Oh, ja. So, ich weiß nicht, ob man sehen kann mit der Kamera. Aber der macht gerade seinen Rundflug. So, hier haben wir den Campingplatz in Nussdorf. Das ist ein Vorort von Überlingen. Mit direktem Seezugang. Also auch keine schlechte Idee, sich hier einzuquartieren. Nur was ich sehe, sind da viele Dauercamper. Und dann ist es schwierig für ein paar Tage ein schönes Plätzchen zu bekommen. Gell, Ossi? Kann sein, ja. Mann, ist da was los. Jetzt sind wir endlich angekommen in Überlingen. Und hier tobt der Bär. Kein Wunder bei dem Wetter. Wir stehen am Landungsplatz. Da ist die Ossi. Der Bodenseereiter, und zwar der Martin Walzer, auch eine Peter Lenk Skulptur, der hat ja viel gemacht hier am Bodensee. Könnt ihr mal recherchieren. Peter Lenk hat auch eine Homepage, wenn es euch interessiert. So, und da haben wir, also das ist der Landungsplatz, da legen auch die Schiffe an, und das ist die Gret, das alte Kornhaus von Überlingen. Überlingen war die Stadt, wo am meisten Korn gehandelt wurde. Natürlich auch nach Konstanz, weil sie ein schönes Hinterland haben.
Und da kommt schon die strahlende Ossi. Hi. Willst du hier? Ja, hast du den Lenkbrunnen schon aufgenommen? Natürlich. Hab auch schon Bescheid gesagt. Ja, okay. Also. So, wir schauen mal weiter, ja? Ja. Also. Schönen Holzaltar. Ich weiß allerdings jetzt nicht auswendig, wer der Künstler war, der das geschaffen hat. Ich weiß nur, dass einer der Schäfer, dass er das ist, weil er sich da selbst als Schäfer in Lebensgröße dargestellt hat. Und diesen schönen Altar können wir zum Leuchten bringen, in den du 50 Cent einschmeißt. Ja. So, für euch haben wir ihn zum Leuchten gebracht. Gehen wir wieder. So, hier ist so viel los, buntes Treiben. Aber Helle bringt uns jetzt eine leckere Süßigkeit. Leckeres Eis. Oh, und es schmilzt schon. Jetzt machen wir gleich eine kleine Pause. Jawohl. Also in Überlingen ist was los. Kann man so sagen, ne? Definitiv, ja. Am schönsten ist es an der Wand vom Münster. Da ist es kühl, da ist es bequem und da ist es ruhig. Ja, ziemlich ruhig, ja. Jetzt haben wir uns ein bisschen erholt, jetzt fahren wir weiter. Ja, unser Eis gegessen. Ja. War lecker. Natürlich. Und jetzt fahren wir weiter. Ja. Haben wir einen der schönsten Ausblicke, die es gibt in Überlingen. Auch die Ussi genießt den Ausblick natürlich. Und, hast du den Ausblick genossen? Das ist so fantastisch hier. Herrlich. Immer wieder schön hier. Die Überlinger haben immer sehr hohe Ansprüche an sich und sind mit sich nie zufrieden. Und eins der besseren Hotels hier bezeichnet sich sogar noch selbst als schlechtes Hotel. Wir haben öfters mal amerikanische Gäste, die sich wundern, das Haus ist ja eigentlich ganz gut, warum sagen die selber von sich, dass sie ein schlechtes Hotel sind? Vier Sterne kriegt man auch nicht umsonst. Man sollte halt nicht alles in Englisch aussprechen. Bad Hotel. Bad Hotel. Kann nicht einmal richtig Englisch. So viel ich weiß, sind wir immer noch in Deutschland. Und da spricht man Deutsch. Ja, aber das ist ja, die bezeichnen sich selber in amerikanischer Sprache oder in englischer Sprache halt schlecht. Klar doch. So eine schöne Ecke am See und so ein trauriger Anblick. Das ist die ehemalige Kapuzinerkirche in Überlingen. Säkularisiert, ja, und fast verfallen, dann vom Theater Konstanz etwas aufgepäppelt, mit Tribünen versehen und Sommertheater veranstaltet regelmäßig, war gut besucht und trotzdem hat es nicht gereicht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Oder weißt du noch was dazu, Ossi? Nein. Du hast ja jetzt bloß so gegrinst, weil da Leute vorbeigegangen sind und die haben geschaut. Ja, wir sind halt das Fernsehteam. Ja. Hätten wir stehen bleiben können, dann hätten sie was erfahren davon, ja? Jetzt müssen sie aufs YouTube schauen.
Passt so, oder? Mehr brauchen wir noch nicht zeigen. Nö. So schön ist es ja nicht, ja? Wir haben euch heute schönere Stellen von Überlingen gezeigt. Ja, eindeutig. So, und da sind wir jetzt im Stadtgarten von Überlingen. Das sind unsere stacheligen Freunde. Alle Sorten sind vertreten. Oder sagen wir es mal so, sehr viele. Servus. Ja, sehr schön. Das Schöne an Überlingen ist, es gibt viele Aussichtspunkte, wie auch hier. Das Blöde ist, man muss immer steil nach oben. Und das tun wir uns jetzt heute nicht mehr an. Wir haben einige Aussichtspunkte auch im Bild festgehalten. Das reicht heute, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann von Überlingen. Also Überlingen ist auch eine Reise wert. Auf jeden Fall. Wir hoffen, der kleine Ausflug am Bodensee hat euch wieder gefallen. Oh, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, denn es ist ja wunderschön hier. Naja, wir haben noch einige Ideen, was wir euch zeigen möchten. Und am Schluss kommen wir zur schönsten Stadt am Bodensee. Aber das verraten wir euch dann erst am Schluss. Ja. Also bleibt dran. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert einfach unseren Kanal. Schreibt uns eine Rückmeldung, da freuen wir uns auch, wenn sie freundlich formuliert ist. Und Daumen hoch, jawohl. Nicht vergessen. Okay, dann ciao. Tschüss, bis nächstes Mal.